Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Ich muss kurz einmal was machen. Weg. Das hier. Moment. So. Jetzt. Noch kurz so. Zack. Okay. Ja, hier stehen wir jetzt wieder vor einem Rätsel, das ist... Ist hier noch was? Ne, hier wird uns nur das Rätsel erklärt. Ja, das Rätsel ist, wir stellen uns hier rauf, hören ein Geräusch und das müssen wir nachmachen. Hier zum Beispiel war es das Schwert schlagen. Hier war es, glaube ich, das und hier ist es eine Bombe. Genau. Richtig, richtig. Und hier bekommen wir jetzt einen Schlüssel, soweit ich das jetzt noch weiß. Auf den und hier auf den. Oh, langsam macht hier Damage. Der war One-Hit schön. Und der ist auch besiegt. Das ist super. Dann nochmal das gleiche. Auf die. Und dann haben wir das gemacht. Okay, schön. Ach ja. Schlüssel gefunden. Vielleicht sollte ich mal öfter früher aufstehen, wenn ich frei habe. Ich habe nämlich heute schulfrei. Beziehungsweise, wenn ihr den Part seht, ist es gestern. Denn ich nehme jetzt ein bisschen im Voraus auf. Ja. Ich dachte mir so, aufstehen ist gut. Nein, ich dachte mir so, weil ich aufstehen muss. Weil ich nochmal in die Stadt musste. Und Filter kaufen musste, aber meine Schwester muss arbeiten, deswegen musste ich sie zur Arbeit fahren, damit ich das Auto habe, damit ich halt in die Stadt fahren kann und mir Filter kaufen kann. Und ja, deswegen war ich halt schon recht früh wach und dann hatte ich mir so gedacht, komm, nehme ich die Zeit und nutze sie zum Aufnehmen. Und produziere ein bisschen vor, damit nicht ständig irgendwie Videos auf Tage sind, wo ich Videos ausfallen lasse, weil das sich wieder ein bisschen gehäuft hat. Und das will ich eigentlich nicht. Aber ja, deswegen nehme ich jetzt ein bisschen auf im Voraus. Dödün. Krafttrank erhalten, das ist nice. So, wo mussten wir lang? Hier hoch, ne? Ja, genau. Hier waren wir noch nicht. Die Goblins lassen wir in Ruhe. Oh, heilen. Nice. Ach stimmt, wir konnten in der Mitte noch gar nicht lang gehen. Da wir da erst später lang müssen. Die will ich besiegen. Komm schon. Nein! War noch ein Überraschungsangriff, ey. Ich fasse es nicht. Das war echt doof von mir. Switchen wir Tier und Guy, danke. Und greifen auf den, an den und so. Super. Der ist weg, schön. Und Guy erledigt jetzt den. Super. Das ist perfekt. Dann gehen wir gleich nochmal zurück und heilen uns. Ja, doch. Ich denke, das macht Sinn. Tier wurde... hat ein Level-Up bekommen. Zack. Zack. Okay. Dann weiter. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Oh fuck, wie war das? War das nicht... wir mussten die Uhr auf 9 Uhr stellen. Ja, das ist, soll eine Uhr darstellen und wir mussten die auf 9 stellen. Großer Zeiger, kleiner Zeiger. Und ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie man darauf kommen sollte. Die Außentreppe wurde ausgefahren. Steht das hier irgendwie? 6:15 ist es jetzt. Die Tür öffnet sich, wenn die Zeit auf 9 hetzt. Ja, genau. Okay. Zack. Die ziehen wir uns auch nochmal schnell weg. Guy greift auf den an. Ich auf den. Und Tia macht Funk auf alle.
Genau. Oh, dieses Damage von Funke ist schon ganz geil, ne? Muss ich ja zugeben. Muss ich ja zugeben. Okay, das Skelett ist jetzt auf jeden Fall weg. Tia zieht, einmal so, einmal so. Und Funke auch nochmal auf alle. Dann ist das vordere Skelett auf jeden Fall weg. Und die hinteren müssten durch die Angriffe dann von den anderen beiden auch besiegt sein. Und von Fumi, genau. Perfekt, nice. Doki kommt ein Level up, oder ist Geil Level aufgestiegen? Ich weiß nicht. Kapsel, Futter. Leinenhelm haben wir leider nicht für dich, Fumi. Schade. Tut mir leid. Hier lang. Die Außentreppe ist ausgefahren, genau, hoch hier. Hier rein. Schlüssel benutzt. Hier sind noch ein paar Gegner. Die will ich jetzt aber nicht besiegen, ich guck mal. Nee, gut, gut. Dann gehen wir hier hin. Ja, Guy! Leona! Leona! Ach, keine Ahnung. Ihr seid sehr weit vorgedrungen. Du, warum hast du Leona mitgenommen? Sie hat dir doch gar nichts getan. Ich sollte die Fähigkeiten der Menschen auf die Probe stellen. Und hatte die tolle Idee, deine Schwester zu entführen, um dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Dann wollen wir mal sehen, was ihr Menschlein so drauf habt. Okay. Kampf gegen Kamu. Okay. Eisbombe. Donnerschlag und Wasserfontäne. Tja. LOL. Donnerschlag zieht einiges an Damage. Okay, Schlafdorn. Nein, jetzt penne ich wirklich. Really? Eisbombe. Ah, zieht nicht so viel, wie ihr erwartet, aber Doki ist schon wieder aufgewacht. Das ist super. Können wir nochmal Donnerschlag ziehen und, was macht das? Erhöht den magischen Angriff. Reduziert die Intelligenz des Gegners. Friert die Zauberkraft des Gegners ein. Ich glaube, das mache ich mal. Dann kann er mir nämlich... Was? Was? Echt jetzt? Oh Mann. Jetzt hätte ich gedacht, dann kann er halt das nicht mehr machen, weil das zieht Damage. Das zieht einiges. Das ist krass. 73 Damage, das ist schön. Kann ich nochmal? Nein, kann ich nicht, schade. Dann macht Tia einfach mal Funk auf uns alle. Tia kann Schock machen, ne? Ist ja auch Donner so gesehen. Das müsste dann einiges ziehen. Schön. Oh, Berserker. Hör auf mit Berserker, Alter. Geh mir damit nicht auf den Piss. Fumi ist besiegt. Natürlich ist Fumi besiegt. Dein Ernst. Nochmal so. Nein. Nochmal das und stark auf Tia und auf Doki. Und auf Tia, so. Danke. Oh, Mann. Aber Donnerschlag zieht schon einiges. Verstärkung ist okay. Juckt nicht. Normaler Angriff. Normaler Angriff. Und ich mache einmal Schock. Oder Tia macht Schock. 55 und 32. Okay. Ja, dann besiege ich den einfach mit Schock und Donnerschlag. Das müsste ganz gut wirken. Okay. Dann würde ich sagen, Guy macht jetzt einmal noch eine Eisbombe und stark und stark. Genau. Und dann mache ich nochmal stark. Schön. Macht jetzt nicht so viel HP, aber... Oder gibt nicht so viel HP wieder, aber es ist immerhin etwas. Besser als gar nichts. Echt jetzt, er ist auch stark. Mann. Egal, ich mach einfach mal Superkraft. Es macht 50%, ne? Auf mich, dann Donner, auf Guy meine ich so. Und stark auf Tia und mich. Das müsste ganz gut klappen. Guy müsste dann wieder Full Life sein. Alter! Alter! Ja, fast Full Life ist okay. Donnerschlag und stark.
Nice, das ist super. Ruf Verstärkung, dein Ernst? 21 Damage. Dann Guy nochmal einen Angriff auf... Ach komm, machen wir mal auf den. Donnerschlag auf den und Tia macht Schock. Auf alle. Ja, zieht ganz gut was. Donnerschlag, ey, es ist so geil, wie viel Damage es zieht, ey. Holy shit. Tia hat Damage gefressen. Aber er müsste besiegt sein. Nicht? Was? Holy. Okay. Normal Angriff auf den. Und stark auf alle. Ja, gut. 41 Damage nur. Berserker. Oh. Aber das ist gut, es füllt die ZP ganz schön auf. Das ist super. Stark, really. So, genau. Der ist besiegt, das ist schön. Superkraft auf. Nein, machen wir nicht. Normaler Angriff. Donnerschlag. Superkraft ist auch wieder, ne? 50%. Nee, dann machen wir lieber stark auf Tia und auf Doki, genau. Das ist eine ganz gute Taktik eigentlich. 117 Damage. Ja, er ist besiegt. Das ist super. Okay, dann klatschen wir jetzt einfach noch auf den drauf. Dann ist er auch besiegt. Der Sklave. Dö-d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 ö. 5500 Goldmünzen. Oh mein Gott. Jeder steigt ein Level auf. Außer Fumi, denn der wurde besiegt. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Aber überschätzt euch nicht. Die Zeit wird kommen. Was faselst du da? Die Höllenfürsten werden herrschen. Bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht so weit kommen. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ihr könnt nicht entkommen. Will er uns mit dem Turm begraben? Dann versuchen wir die Tür zu öffnen, Guy. Guy, gehe zu Lea. Eliana. Dein Ernst, Mann? Lea, ne? Ich wusste, du würdest kommen. Keine Angst, wir bringen dich hier raus. Mann, ich will die Truhen da oben haben. Die Tür ist durch einen Zauber verschlossen worden. Scheiß die Wand an. Nur es sieht nicht gut aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Iris. Schnell, beeilt euch. Ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich warbe uns alle nach Tarnbeel. Okay. Was wäre mal wieder geschafft, Soki? Hey, wer war diese Frau? Sie sagte mir einmal, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Ja, komische Frau. Aber sie hat uns gerettet. Ich sollte ihr danken. Nur, wo ist sie? Weg, wie es aussieht. Jetzt ist sie weg. Wer? Wie? Was? Ist sie? Na egal, lass uns heimkehren. Leana hat ein paar Schrammen abbekommen. Ja, du hast recht. Leana. Endlich eingeschlafen. Wie geht's, Leana? Naja, eine Weile ist sie noch außer Gefecht, aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Doki, wer war diese Frau im Turm? Hast du sie gekannt? Diese Frau? Na, sie sagte mir, dass es meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt, wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Ja, Volltreffer. Na, Loki, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die Welt beherrschen wollen? Ganz genau. Wenn es sie wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen. Und danach?
Wenn die Welt, wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie wohl zerstören, oder? Wir reden hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagediebe. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Guy, wie steht's mit dir? Aber hallo, ich werde mich niemals unterwerfen. Nie im Leben, ich bin bereit, Doki. Na, das hören meine Ohren gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Na, ich könnte... Also gut. Sag ehrlich, Guy, willst du dabei sein? Jessie! Sie ist so wunderschön, wer ist sie, Guy? Jessie, sie ist, ach, meine, weißt du? Hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jessie, Guys Freundin. Hey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guys Freundin, was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Hey Jessie, wie hast du das gemeint, als du gesagt hast, ob ich gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Es stand dir ins Gesicht geschrieben. Nur nicht, aber... Du musst nicht wegen Leana bleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst, aber du nicht. Ich werde dich schrecklich vermissen, doch du musst tun, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du weißt, dass ich wieder zu dir komme. Ich vertraue dir. Oh, Jessie. Sie sind sich sehr nahe und füreinander da. Das ist wahre Liebe. Ja, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Hey, Doki, an was denkst du gerade? Nichts, gar nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Doki, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle schicken. So sei es. Doch dies Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen ja auch keine Windeln mehr. Schon gut, Guy. Wir sollten jetzt nicht mehr lange quatschen und uns auf den Weg machen. Alles klar. Dann nichts wie los. Gut, Guy. Einer für alle, alle für einen. So soll es sein. Nice. Guy ist jetzt dabei. Auf ewig. Nice. Oh, super geil. Oh, das ist cool. Ich feier Guy so an sich. Ich finde auch so sein Charakter im Spiel so, ist halt schon so, wie halt hier auch da, wie ich ihn halt auch spreche, so total verrückt und aufgedreht und so, weißt du? Das ist, weiß ich nicht, deswegen spreche ich ihn halt auch so, wie ich ihn spreche. Wieso können wir nicht ins Heilen, Alter? Warte mal kurz. Ich versuch's mal so. Und wieder rein. Nein. Mann! Ich will doch nur... Okay, dann versuchen wir es anders. Und zwar will ich nochmal zurück in den Turm, denn dort waren Items, Leute, da waren Items. Adler, ach komm, diese Adler. Nix sind sie, nix. Was? Easy. 43 Damage und Guy haut... Okay. Guy haut den Rest. Ja, Guy ist so aufgedreht und, weiß ich nicht, so voller Elan und so. Deswegen habe ich mir halt überlegt, dass ich ihn so spreche, wie ich ihn halt spreche. Dass er halt so aufgedreht ist. Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Und ich finde, das passt halt perfekt zu ihm. Und, ja, deswegen ist halt auch in so traurigen Situationen, habe ich mir so überlegt, so aufgedreht. Und, ja... Wir rennen jetzt nochmal den ganzen Weg nach oben. Aber das spule ich vor. Denn das ist echt ätzend. Wir wollen ja auch nur diese Items haben. Ich habe jetzt nicht vor, nochmal alle Gegner zu besiegen und dies, das. Okay, den hier muss ich besiegen. Aber das, wie gesagt, das spule ich einfach vor. Okay, so. So, so. Okay, nochmal. Danke. So. Wir haben 10.000 Goldmünzen, Alter. Ich fass es nicht. Das ist übertrieben. Moment. Erstmal vorsichtshalber, ne? So, und Kapsel. Fumi, was willst du haben? Eine Robe immer noch. Haben wir leider immer noch nicht. So, einmal bitte. Zack. Und es ist kacke, dass man den ganzen Weg dann nochmal laufen... Na!
laufen muss, bis nach ganz oben, nur um dieses Item zu bekommen. Oder diese drei Items zu bekommen. Ich glaube, durch das Vorspulen laggt die Aufnahme jetzt ein bisschen. Sind wir zuerst hier lang gelaufen? Ich glaube schon. Okay, dann besiegen wir die Krabben hier. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Kann sich nur um Stunden handeln. Mein Magen knurrt. Ich muss mir gleich unbedingt was zu essen machen. Und ich glaube, weil der Part langsam zu Ende geht, werde ich jetzt hier einen Cut setzen und weitermachen, wenn wir oben sind. Ja. Bis gleich. So, Leute. Was gibt es in diesen Truhen? Eine Camu-Rüstung? Oh, geil. Dann noch ein Feuerdolch. Und, was noch? Eine Perlenkette. Schöne Sache eigentlich. Rüsten wir noch schnell aus. Er kriegt auf jeden Fall die Camu-Rüstung. Perlenkette kann nur Tia ertragen. Und die bringt auch ganz gut was eigentlich. Was haben wir noch bekommen? Ein Feuerdolch, ne? Würde seinen Angriff uns so heben. Meint kaum eigentlich, aber ja, Guy kriegt das auf jeden Fall. Nice. Schöne Sache. Dann benutzen wir jetzt Flucht. Und dann würde ich sagen, ich level jetzt ein Stück und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein. Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen auf das Endcard von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!